Ich war noch niemals in New New York. York. Doch die lebenslustige Rebecca Pühlmann war schon öfter im Ausland. Sie ist Vikarin, also eine angehende Pfarrerin, und wird an diesem Sonntag ordiniert, im Kirchendeutsch in die Dienstgemeinschaft der Geistlichen aufgenommen. Ordination bedeutet, ich habe die Beauftragung, lebenslänglich und weltweit Sakramente zu verwalten und Wort zu verkündigen. Also zu predigen und Abendmahl einzusetzen, zu taufen, zu trauen und so weiter. Das heißt, man ist ganz normal hauptamtlich dafür zuständig, was in der Gemeinde läuft. Das mit dem Weltweit nimmt Rebecca Pühlmann wörtlich. Sie ist im beschaulichen Oberfranken aufgewachsen, aber eine Art Weltenbummlerin seit ihrer Schulzeit. Ich bin nach dem Abi ins Ausland gegangen, ich habe zweimal im Ausland studiert und jetzt war eine relativ lange Phase, wo ich eigentlich durchgängig in Deutschland gelebt habe und ich finde das immer ganz schön, ab und an ins Ausland zu gehen. Ihr neuer Wirkungsbereich ist die Weltstadt New York, genauer das Verbindungsbüro zwischen dem Lutherischen Weltbund und den Vereinten Nationen. Und dabei geht es natürlich um die Frage, wie nimmt Kirche Einfluss auf politische Entscheidungen? Ja? Man nennt es Advocacy-Arbeit. Das heißt, wir haben ja etwas zu sagen, wenn es zum Beispiel über Menschenrechte geht, über Gender Justice, dass Kinder arbeiten müssen in bestimmten Regionen der Welt. Das klingt wie ein gewaltiger Gegensatz zu dem, was viele Pfarrer auf dem Land machen. Ich glaube, dass gute Arbeit geleistet wird in den Gemeinden vor Ort, also dass ich einen guten Rallye-Unterricht mache, dass ich gute Gottesdienste halte und auch dann, wenn nur 5 Leute da sind. Ich glaube, das ist genauso wichtig, wie in internationalen Institutionen zu arbeiten. Ich glaube, das ist keine unterschiedliche Wertigkeit, weil wenn es das eine nicht gibt oder das andere nicht gäbe, dann wäre beides schlecht. Peter Temessel, Evangelische Redaktion.